Recht herzlich willkommen zur 164. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind letztes Mal abgestürzt. Hier hinten haben wir noch ein paar Flugteile. Können wir die auch recovern? Fliegen? Trümmer. Bergen. Kriegen wir auch noch Geld für dann? Weiß ich nicht. Und Flugzeug V1 Trümmer. Ja, da gibt's wohl ein bisschen Geld für oder sowas. Weiß ich jetzt nicht. Habe ich nicht genau drauf geachtet. Das drehte sich auf jeden Fall hier. Wir haben auch Bergungskosten gehabt. So, da hinten ist eine Marke. Da kommen wir auch noch hin, ne? Die können wir dann auch mal abfrühstücken. Aber lass uns mal gerade hier reingucken. Orbitalstation. Zwei Touristen. Stell die Flagge auf Monus auf. Ich glaube, da hat sich noch nichts geändert hier. Ja. Nee, das war's hier. 1,5 Punkte hatten wir letztes Mal geholt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Ja, eigentlich wollen wir da hinten hin, ne? Diese Landmarke holen. Da müssten wir ein Fahrzeug für bauen, ne? Was für ein Auto bauen wir denn mal? Eine Landebüchse. Octo. Ja, wir nehmen einfach so ein und gucken zu, dass wir da Räder dran kriegen, oder? Ja. Ist nur die Frage, was wir da machen mit. Ja, der ist so klein, dann ist es wohl der, ne? Ja. Ja. Hier sind Räder. Die könnte man da dran bauen. Gehen wir ein bisschen näher ran, aber wie, ne? Gute Frage. Zwei. Spiegeln wir die mal. Oh, warte mal, wir wollten das vielleicht. Ne, das müssen wir anders gestalten hier. Mach das mal nochmal weg. Wir brauchen ein paar Teile in dieser Form. Ne, das ist so klein. Das ist schon größer, aber das war jetzt verkehrt, so ist es richtig. Aber das kann man so nicht snappen, oder wie sehe ich das? Das ist ja super. Kann man nur so snappen. Auch schön. Ja. Der wäre so. Okay, lass noch mal gucken. Dann nehmen wir den noch mal gerade weg. Und den da dran. Nehmen wir das. Ah, der ist zu klein. Der ist dann größer, aber den kriegen wir dann nicht. Doch, den kriegen wir auch angesnappt. Und dann noch auf der anderen Seite auch noch einen, oder? Der ist jetzt nicht da gesnappt, ne? Genau. Das müssen wir mal so machen, dann ist der auch gesnappt. So. Räder. Ja, zwei. Wo baut er die an? Da oben. Na, super, oder? Okay, dann war es das schon mit dem Anbauen. Wie kann man das denn sehen jetzt? Bitteschön. Das ist schon passend. So. Toll. Doch nicht so, ne?
Nee, ich glaube, das wird alles nix. Das sieht doof aus. Ich glaube, das lassen wir auch sein. Das bringt gar nichts. Das machen wir einfach weg. Obwohl, die Kapsel könnte man ja lassen. Machen wir aber ein bisschen größeren Tank. Machen wir ein paar Landebeine dran. Ach so, Motor wäre auch noch sinnig. Ja, der ist jetzt der verkehrte. Den machen wir da dran. Ja, vielleicht ein paar Düsen dann. Ich weiß nicht, ob wir den so hoch kriegen, das ist die Frage. Zack, 8 Stück. Muss mal testen, ne? Testen müssen wir das. Und da brauchen wir nix. Da auch nicht, oder? Nee. Kuppler brauchen wir auch nicht. Wartungsbucht wollen wir auch nicht haben. Das brauchen wir auch nicht. Die sind die Räder alle. Brauchen wir auch nicht. Temperaturmäßig brauchen wir auch nichts. So, strommäßig können wir was gebrauchen, ne? Und Photovoltaikmodule. Machen wir da auch noch dran, ne? So, eine Antenne. Zack, die Kleine reicht. Wir brauchen, wollen ja nicht weit weg, ne? Ja, noch einen Schritt weiter und alles ist gut. So läuft. Und dann brauchen wir ein Barometer, nehmen wir noch mit. Ja, das passt nicht ganz. Thermometer. Mobiles Forschungslabor. Warte, hier oben ist noch der Dingens. So. Wollen wir da noch ein Gegenstück zu? Haben wir gar nicht, ne? Müssen wir dann einen zweiten da einbauen. Fertig. Den höher. Forschungslabor, mobiles Forschungslabor oder das? Das ist zu groß. Das ist auch zu groß. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Lassen wir erstmal so. Aufbewahrungsbehälter für Anhalter. Sehr interessant. Wollen wir einen Fallschirm? Ja, kann ja nicht schaden, ne? Das ist Licht. Haben wir zwei Fallschirme? Naja. Wo ist, da ist die Luke. Das haben wir noch nie gehabt, ne? Das Teil bauen wir jetzt nochmal dran, oder? Okay. Gibt es das auch ein bisschen anspruchsvoller, dieser hier? Aha. Geht. Ist die Frage, ob das dann auch funktioniert. Ne, mach mal weg, mach mal lieber die hin. Ich glaube, wir müssen das hier noch wegmachen, weil wir das sonst im Gewicht nicht klappt, oder? Ah, jetzt ist. Ah, jetzt habe ich ihn, glaube ich, erwischt. Nochmal.
Lassen wir so. Rettungskapsel brauchen wir nicht. Fallschirm haben wir drauf. Das ist alles gut. Aber Landing Struts fehlen uns noch. Wo sind die denn? Habe ich die übersehen? Nee. Das sind doch nur Räder, oder? Ne, da sind dann die Beine. Gut. Geht das nicht mehr hin. Passt. Ja. Testkapsel. Speichern. Und gucken, ob wir die fliegen können. Ne? Ach so, hier müssen wir vielleicht noch. Entschuldigung. So machen, ne? Nochmal speichern. Starten. Gucken. So. Vollen Schub brauchen wir da erstmal. Dann starten wir die Kiste, oder? Wen haben wir da überhaupt drunter sitzen? Keine Ahnung, egal. Oh, kommt gar nicht hoch. Ach so, unser Triebwerk ist schon volle Leistung. War wohl zu schwer. Na dann. Oh, damit geht's. Aber. Das ist aber doof. Kriege ich jetzt nicht hin, ne? Ich dachte, wir kämen da mal mit hoch. Ja, schade, ne? Okay. Alle. Ja, war schon sehr interessant, ne? Gut. Doof gelaufen, ne? Wollte nur diese Düsen eigentlich benutzen. Ja, dann fehlgeschlagen. Recovern. Alle Teile wieder da, alles gut. Ach so, wir könnten ja mal gerade gucken, ob wir hier upgraden können, ne? So, sieht schon besser aus, ne? Aha, geht noch besser? Ne, schon die höchste Ausbaustufe. Ja, mal ordentliches Rollfeld da, ne? Jetzt müsste man das da hinten auch noch ausbauen können, ne? Dann wäre das schon besser. Ja, hier war nix, ne? 90 Punkte, alles klar. Also kein Erfolg. Hier müssten wir eine kleine Änderung machen. Das Triebwerk ist ja hier dann mal gar nicht so positiv, ne? Welches war denn das bessere? Aber dann müssen wir höher, ne? Ne, das war zu groß, das wäre das Richtige. Aber das funktioniert von der Höhe nicht. Dann doch das nochmal. Das weg. Die achte auch weg. Die brachten es ja jetzt nicht wirklich, ne? Oh, das ist aber groß, ne?
Dies. Gucken wir mal. Die sehen aber mickriger aus wie die anderen. Aber wir können das ja mal testen, oder? Kostet ja nichts. Speichern. Starten. Ja, wir haben was nicht umgestellt, glaube ich. Ne? Das müssen wir noch machen. So. Weiß nicht, ob es funktioniert. Keine Ahnung. Zack. Oh. Ja, funktioniert. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die so Stoff machen. Gut, dass wir einen Schirm mit haben, ne? Ja, wir hätten ein bisschen steuern müssen, dann wären wir da vielleicht noch hingekommen. Aber vom Bindefabet geht nicht, ne? Schade. Lass mal einen Schirm raus hier. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Nee. Hier haben wir schon alles getestet, ne? Da auch nicht. Hatten wir noch was? Nein, das war alles. Die sind ja cool, die Dinger. Ja, kommen wir langsam runter, ne? Aber wir landen nicht wieder da, wo wir waren. Dann sind wir ein bisschen abgedriftet, oder? Ja. Die Beine hat's erwischt. Haben wir hier noch eine Möglichkeit? Ja, da gibt es minimal. Das nicht. Und das. Ah, guck mal, das haben wir mal irgendwann nicht gemacht, ne? Dann würde ich sagen, können wir noch hier kurz ein EPA machen. Oh, guck mal, was wir hier kriegen, auch noch Punkte. Das haben wir auch noch nie gemacht, oder wie sehe ich das? Und das haben wir wohl auch noch nicht gemacht. Okay. Na dann. Nee, das ist es nicht. Gespeicherte Daten ansehen. Ja, guck mal, dann gehen wir mal raus. Recovern die Geschichte. Und kriegen einige Wissenschaftspunkte dazu, ne? 13,4. Das ist 90,1. Okay. Aber das reicht hier für diese Stufe, ne? Was gibt's denn da? Anzugvorrichtung und ein Loch. Ja, guck mal, das sind doch Sachen, die wir da für unser Flugzeugbau mal gebrauchen könnten, ne? Ja, komm, zack, Forschung. Machen wir, oder? Zack, raus. Ja, und dann nächstes Mal gucken wir weiter. Aber wir können gerade noch ins Dingens gucken. Sag schon, hier ins Zentrum. Luna ohne Rückkehr. Braucht wie viele Stunden noch? Ja, hat sich nicht viel geändert, ne? Na, guck mal hier. 19 Stunden, 5, 19 Tage, 5 Stunden. Okay, nächstes Mal machen wir irgendwas anderes, weiß ich auch noch nicht. Was? Vielleicht nochmal einen Flieger bauen oder so. Gut, dann würde ich aber sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.